Mais maintenant, parole à notre président Jean-François Steyer pour débuter idéalement la journée d'aujourd'hui. Besten Dank, sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions. Nach 2020 sind wir bereits zum zweiten Mal an einem Jahreskongress, der online stattfindet. Das heißt einerseits sehr viel Arbeit für die, die das vorbereiten müssen, andere arbeiten. Wir haben uns alle inzwischen einigermaßen mit dieser Form arrangiert. Die Vorteile von Videokonferenzen, die gibt es auch und die werden Sie wahrscheinlich auch weiterhin, wenn wir nicht zur Normalität von vor März 2020, sondern zu einer neuen Normalität finden werden, auch da und dort beibehalten. Wir werden aber sicher alle auch die Nachteile in Erinnerung behalten und uns freuen, wieder physisch zusammenzukommen, gerade in einem Verband wie Espace Suisse, wo es Inspiration, Dynamik, Austausch braucht, ist die physische Begegnung auch zentral. L'inspiration et la dynamique, nous en avons besoin toutes et tous pour affronter aussi et sans doute plus qu'auparavant par le biais de l'aménagement du territoire qui nous permet et à défaut nous contraint de penser le long terme, le défi majeur que le changement climatique pose à l'humain, où qu'il soit. Dans ce sens, je me réjouis d'entendre vos réflexions aujourd'hui comme source d'inspiration, source d'échange aussi pour les tâches qui nous attendent dans les années à venir, peut-être avec des changements de paradigme aussi dans les priorités données, dans les objectifs de l'aménagement du territoire, tout comme dans la place plus importante que ce dernier pourrait être amené à prendre dans l'établissement des conditions cadres pour les principales politiques sectorielles qui impactent nos émissions de CO2. Die Herausforderung im Klimaschutz ist mit dem Nein zum CO2-Gesetz größer geworden. Die Ziele sind unverändert geblieben, die Instrumente, die das neue Gesetz vorsahen, stehen uns aber nunmehr nicht mehr unmittelbar zur Verfügung. Das heißt, dass es dringend neue Ideen, neue Vorschläge braucht. Das heißt auch, dass der Handlungsdruck zugenommen hat. Und wie immer bringt eine solche Situation nicht nur Probleme mit sich, sondern auch Chancen. Espace Suisse als Think Tank im Bereich der Raumplanung muss und will diese Chancen konsequent nutzen, indem wir Neues und neue Perspektiven in die Debatten einbringen. Die Abstimmung hat uns nach den Gilets Jaunes in Frankreich und ähnlichen sozialen Bewegungen in anderen Ländern, unabhängig von der etwas besonderen Abstimmungskonstellation, auch in Erinnerung gerufen, dass insbesondere in einer halbdirekten Demokratie ohne ausreichende Berücksichtigung der objektiv und auch nur in ihrer subjektiven Wahrnehmung negativ betroffenen Mitbürgerinnen, das heißt auch ohne ausreichende Berücksichtigung der sozialen Dimension, der Umwelt- und Klimapolitik in keiner Gesellschaft langfristig solide Mehrheiten für griffige Maßnahmen zu finden sind. Wir haben für unsere 41.285 Quadratkilometer Boden auch in den nächsten Jahrzehnten für mehr Menschen mehr funktionale Erwartungen. Wir sollten darauf wohnen, arbeiten, uns fortbewegen, zu einem möglichst hohen Anteil vom Produkt des Bodens ernähren und dank ausreichender und systemisch zusammenhängender ökologischer Infrastrukturen auch unsere Natur beschützen und weiterentwickeln können. Dazu kommen neuere Fragen, Herausforderungen, wie beispielsweise der Beitrag der Raumplanung zum klimaverträglicheren Freizeitverhalten oder die einschneidenden raumplanerischen Paradigmenwechsel, ohne welche die vom Bundesrat geforderte Verdoppelung des Modalanteils im öffentlichen Verkehr in der Mobilität bis 2050 definitiv nichts möglich sein wird, auch wenn die SBB noch so viele neue Schienen und Produkte bauen. Wir werden uns deshalb in unseren theoretischen und praktischen raumplanerischen Güterabwägungen in den nächsten Jahren unumgänglich stärker mit den drei ursprünglichen Pfeilern der Nachhaltigkeit, Umwelt, Soziales und Wirtschaftlichkeit auseinandersetzen müssen. Bevor wir in die Tagung steigen und ich Sie im Verlauf des Vormittags verlassen muss, möchte ich dem ganzen Team von Espace Suisse für die große Vorbereitungsarbeit danken, aber auch allen Referentinnen und Referenten, die aus verschiedensten Warten die Zusammenhänge zwischen Klimapolitik und Raumplanung ausloten, sowohl zum Bereich der Vermeidung von CO2-Ausstößen wie zur Frage der notwendigen Anpassungen an den real stattfindenden Klimawandel und Ihnen alle fruchtbare Diskussionen wünschen.
Je me réjouis d'entendre aujourd'hui les oratrices et les orateurs qui nous permettront d'approfondir nos réflexions sur les interactions entre l'aménagement du territoire et la politique climatique et nous donneront ainsi, avec vos contributions à toutes et tous lors des discussions, les impulsions nécessaires pour approfondir ces aspects au sein d'Espace Suisse au cours des prochaines années pour permettre aussi à Espace Suisse de donner des impulsions à la politique nationale, cantonale et des communes, comme nous le faisons depuis de longues décennies. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, freue mich auf die Tagung und gebe das Wort unserem Direktor Damian Järjen weiter.